Oh, absolut Lebenspunkte von jedem besiegten Gegner. Wir haben da ganz viel Kleinkram, den wir töten können. Den nehme ich mal. Also ich weiß nicht, ob der Kleinkram zählt, weil das sind hier irgendwie Nekromanten und so. Ja, du Pfeilschießer. Wo bist du? Da oben bist du. Da war noch einer hier. Wo? Ja, du. Du erst weg. Und geschafft, sehr gut. Warum nimmst du jetzt Nahkampfwaffen? Das macht doch viel zu viel Sinn. So. Hoch oder runter? Glaub runter. Ja, runter war richtig. Weg. Und ich sollte die ganz großen benutzen. Jedenfalls bei denen hier. Weil die werde ich nicht im Bosskampf einsetzen können. Aber die sind langsam. So, Livestream. Nehmen wir die hier. Euch ignoriere ich mal. Das klappt wieder nicht, ja? Ja. Weg. Kommt der andere auch noch? Ne, der schießt gegen Wände. Das ist okay. Weiter, 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 weiter. Kommt hier nicht irgendwo noch einer von oben runtergefallen? Ich glaube, da war was. Ja, da kam einer runtergefallen, aber hinter uns. So, und Boss. Hier noch irgendwo Gedöns? Nein. Okay. Konzentration. Voll heilen. Flasche hierhin. Noch irgendwas abändern. Ich sollte vielleicht echt mal meine. Wir haben 47% Belastung. Wie schwer ist das Ding? 4,8. 2,6. Ja, gut, die 0,2 mehr Seelen kann ich mir auch sparen. Sowas ist noch schwer. 6,2. Die Handschuhe müssen weg. Was haben wir an guten Handschuhen? Die hier wiegen nur 2,1. Die gammeligsten Handschuhe mit am besten, also was physische Sachen angeht. Darauf achte ich gerade. Ja, die hier wären noch besser, aber wiegen auch gleich doppelt so viel. Die 5,4, 6,1. Ja, nee. Ich nehme die alten, zerfledderten Stoffhandschuhe. Gott! So, was haben wir hier? Wandererboots waren's. Die wiegen 2,1. Das geht eigentlich, ne? Wandererboots. Und dann vergleichen, so. Night Leggings sind besser, wiegen aber auch dreimal so viel. Die hier wiegen weniger, sind aber auch nicht wirklich viel besser. Die da wiegen. Oh, warte mal. Rogue Leggings, die wiegen dann 0,4 mehr. Haben aber deutlich bessere Stats, außer bei Blutung und Heilig. Damit heilig hat es Talane ja eh nicht so. Ich glaube, die nehme ich. So, wie viel Belastung haben wir jetzt? 33%. Das ist schon mal ein Ticken besser. Also wir können jetzt ein bisschen weiter rollen. Wir können ein bisschen schneller Stamina regenerieren. Okay. Also, Plan. Wir laufen rein. Wir aktivieren das hier. Wir drücken nochmal nach oben. Und dann spammen wir das hier, um die drei großen Typen kaputt zu kriegen. Wenn das Kleinviehzeug spawnt, laufe ich diesmal nicht schreiend weg, sondern ich versuche gleich am Anfang ein, zwei von diesen Rädern wegzubekommen. Und dann gucke ich einfach mal, ob die nachspawnen oder nicht. Weil wenn das Kleinvieh nicht nachspawnt, dann kann ich immer schön Kleinvieh töten, Boss anhauen. Kleinvieh töten, Boss anhauen. Also wenn das so wellenartig ist. Aber wenn es nicht nachspawnende Wellen sind, wenn das Sinn macht, was ich sage. Ja, tut's. Okay, rein. Spam. So, einer ist schon mal hin. Komm, schnell, 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 schnell. Oh, der brennt irgendwie.
Oh oh, ich habe einen bösen Verdacht. Ja, da wo der Typ gestorben ist, ist Kleinvieh aufgetaucht. Kleinvieh töten. Ja oh. Oder einfach sterben. Ja. Okay, Planänderung. Sobald einer von den Großen stirbt, taucht Kleinvieh auf. Und ich denke, der wird auch nicht respawnen. Und jedes Mal habe ich bisher den Magier zuerst angegriffen. Ich denke, der Magier wird diese Räder spawnen. Die anderen spawnen vielleicht irgendwas anderes. Und da ich die Räder absolut nicht mag, weil die viel zu flott sind, töte ich diesmal irgendeinen der anderen Bosse. Und das klingt selbstbewusster, als es sein wird. So, du. Weg. Also irgendwo kam einer runtergesprungen. Irgendwo. Genau, erstmal kamst du. Dann kam noch die Hütte, wo zwei drin waren. Der elende Ninja. Komm weg. Er hat schon wieder vorgehalten. Boah. Ich brauche hier einen Live-Chat mit dem anderen. So, und hier ist die Hütte mit den zwei drin. Weg. Weg. Gut. Loot. Kurz Bogen. Naja. Achso, jetzt kommt irgendwo der Springer. Hinter uns? Nein. Da ist er. Komm mal runter. Ich lauf mal einfach hier lang, dann müsst ihr gleich hinter uns runtergesprungen kommen. Ja. Weg. Und das war's? Ja, okay. Boah, ich benutze nochmal ein Human Effigy. Wir haben's ja. Ich würde da echt gerne mit vollem Leben rein. So. Dann noch einen davon. Zauber oben ruhig wieder auf den. Und rein. Zaubern. Hin, 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 hin. Oh, es war der falsche. Na komm. Ich glaube, ich habe jetzt jeden einmal getroffen. Was vielleicht auch gar nicht mal so eine schlechte Taktik ist. Und es kommt wirklich kein Kleinkram? Ja, sehr schön. So, letzter davon. Regeneriert ihr euch? Nein. Ich glaube, ich hau jetzt jeden mal ein bisschen an. Oh, ich habe den einen zum Straucheln gebracht. Das ist sehr gut. Macht es Sinn, die hier kaputt zu hauen? Ich mach's einfach mal. Das sind nämlich drei thronartige Gebilde. Das könnte Sinn machen. Du kommst auch noch mit. Das sind immerhin 10.000 Seelen. Haben oder nicht haben. So, du bist jetzt mal weg. Dann gucken wir, wo Zeug kommt. Ich sehe kein Zeug. Ah, doch da. Kleinkram. Und zwar normale Skelette. Sehr schön. Weg mit dir. Das hat gebunken. Lauf. Au, au. Du, weg. Hat mich gerade verfehlt, auch nicht schlecht. Jungs, 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 Jungs. Und auch die Skelette habe ich jetzt alle einmal angehauen, das ist doch... Geh weg! Okay, 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 okay. Wockel, 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 Stamina.
und mach den da hinten weg. Gut. Feuer macht ja fast gar keinen Schaden bei uns, das ist komisch. Kurze Bestandsaufnahme. Haben wir noch Kleinvieh? Nein. Stimmt. Einer von euch macht die doofen Fahrräder. So. Da kam jetzt so eine Funken rausgeflogen. Genau. Und da, wo die landen, kommen keine Viecher aus dem Boden. Oh nein, das sind... Da stand es wie eine Riesen. Also Riesenskelette. Oh oh. Heilung. Weg. Und komm, und komm, und komm. Ja, das läuft super. Okay, also ne? Konzentration und Plan und so. Und das geht alles viel besser. Jetzt musst du noch weg. Und dann kommen jetzt die Höllenräder. Das könnte interessant werden. Weg. Einer ist schon mal weg. Zwei sind schon mal weg. Roll. Was ihr könnt, kann ich schon lange. Bist du das einzige letzte? Ja, sehr schön. Victory achieved. Das war auch ein schöner Sieg. Skeleton Lord Soul. Was bist du denn für einer? Last Giant Pursuer, Dragon Rider, Old Dragon Slayer. Flexil Sentry? Skeleton Lord Soul da nicht benutzen. Seele des Skeleton Lords, der über die Tiefe innerhalb des Huntsmans Kopfs regierte. Der alte Eisenkönig befahl die Gefangennahme von allen Untoten. Aber jene, die mit der Aufgabe betraut wurden, wurden vom Fluch übernommen. Okay, also ist der Fluch ansteckend? Gute Frage. Nächste Frage. Und das mit den Throndingern hier hat wohl doch nicht wirklich irgendwas gebracht. Also es kam mir nicht so vor. Foot Soldier Shield. Und hier ist nichts. Es geht nicht weiter. Ah, doch da. Also ich glaube, dass wir da herkamen und hier geht's weiter. Jo. Praise the Sun. Na gut. Weil du es bist. Ja, ganz viele Nachrichten. Das oben oder Illusion? Hä? Hier ist ein Knopf. Also ein Schalter. Ich denke, das Ding kommt runter. Fine work. Jo. Nice job. Jo. Ja, wir kommen doch gut voran. Brauchen nicht allzu viele Versuche bei den Bossen. Alles gut. Neues Ding, das wäre schön. Neues Leuchtfeuer. Nicht hier. Sieht wie ein neues Gebiet aus. Ach, der Hopfen runter. So. Ja, ja. Harvest Valley. Oh, ein Leuchtfeuer. Mit Giftlache. Yuck. Okay, dich aktivieren wir. Alle Sprüche auffüllen und dann gucken wir uns das neue Gebiet hier an.